Hallo Freunde, heute möchte ich über das Thema sprechen, Approach oder wie man eine Situation angeht. Approach ist eigentlich Deutsch. Aber wie geht man eine Situation an? Von welchem, ja, wie kommt man rein? Vor kurzem habe ich den Film Unplanned gesehen. Ich weiß nicht, wie der in Deutschland heißt oder ob der überhaupt in Deutschland rauskam. In dem Film geht es um eine Frau, und das ist eine wahre Geschichte, die sie geschrieben hat, die eine Abtreibungsklinik hier in Amerika oder ein Abtreibungskrankenhaus geleitet hat und die dann verändert worden ist und anstatt Abtreibung einem Menschen geholfen hat, das nicht zu machen, über Zeit. Aber ich möchte über den Film nicht direkt sprechen, guckt mir gar nicht ganz gut. Aber worüber ich sprechen möchte, ist zwei Möglichkeiten, wie Christen die Situation angegangen sind. So, da ist ein Zaun außenrum die Klinik, ein großer Zaun. An der einen Seite von dem Zaun, also am Ende, standen Christen mit Schildern, wo drauf stand, du Babykiller oder Babymörder oder du Mörder, ihr seid alle von der Hölle oder ihr seid so schlimm. Und auf der anderen Seite standen Christen, die haben gebetet. Die standen da betend. Und haben ein liebendes Wort gegeben zu den Frauen, die reinkommen sind, oder den Mädchen. Und haben dann geholfen, haben gesagt, hey, wir helfen dir, wenn du die Abtreibung nicht machen willst, wir helfen dir, wir kommen zu uns, wir können dich mit Möglichkeiten verbinden, mit Hilfe verbinden, wir sind da für dich. Ganz unterschiedliche Ansatzpunkte. Beide wollen das Gleiche. Beide wollen, dass die Abtreibung nicht passiert, richtig? Beide wollen das. Aber die einen kommen von der Seite, wo sie die Menschen niedermachen und sagen, hey, du bist so schlecht. Und die anderen kommen von der liebenden Seite und sagen, hey, was du machst, ist falsch, aber wir wollen dir helfen. Wir wollen für dich beten, wir wollen wirklich Veränderung bringen und dir helfen dann auch danach. Jesus ist immer auf Leute zugegangen, indem er von dem Punkt von Liebe kam. Wie haben sich Leute verändert, die er erreicht hat? Denk mal an die Frau im Brunnen. Wie hat sie sich verändert? Er kam aus Liebe. Oder bei Zachäus, er kam zu ihm nach Hause. Aus Liebe. Er kam dann und hat gesagt, du bist ein ganz schlimmer Steuereintreiber. Gehst in die Hölle. Oder zu der Frau, du bist eine schlimme Ehebrecherin. Gehst in die Hölle. Ja, er hat beiden gesagt, oder zeigt, dass was sie machen falsch ist. Aber er hat sie ihnen aus Liebe gezeigt. Und es ist wichtig, dass wir sagen, wo die Probleme liegen. Aber es ist wichtig, wie wir es sagen. Wo ist unser Herz? Ist unser Herz der Punkt, dass wir Recht haben und dass wir auf unser Recht bestehen? Oder ist unser Herz, wir wollen die Person wirklich verändert sehen und sehen die Veränderung durch Gottes Liebe? Und wollen trotzdem die Wahrheit bringen, natürlich. Das sind zwei ganz unterschiedliche Ansatzpunkte, die wir hier bringen können. Es ist wichtig, dass wir überlegen, welchen wir bringen. Weil Jesus kam vom Liebenden. Es ist wichtig, dass wir das bringen, weil so sieht uns die Welt. Liebe bringt Menschen zu, wie heißt es? Jetzt fällt mir das deutsche Wort ein. Repentance. Zur Umkehr. Liebe bringt Menschen zur Umkehr. Nicht Hass. Und nicht, dass wir uns sagen, ja, wir haben doch so recht. Nee, es ist Liebe. Ich möchte dich darin ermutigen, dass unser Ansatz Liebe ist. Ja, dass wir Leute herausfordern, wenn wir Probleme ansprechen. Auf jeden Fall, das ist ganz wichtig, weil wenn wir sie in der Weide, in der Sünde und in den Sachen leben lassen, ist nicht wirklich Liebe. Und wir müssen von dem Punkt von Liebe kommen und nicht von dem Punkt von, wir haben Recht. Und das Gleiche gilt auch mit unseren Nachbarn. Wir wollen vielleicht nicht immer übereinstimmen mit alles, was sie sagen. Und wir mögen vielleicht auch im Recht sein. Aber es ist wichtiger, dass wir Liebe zeigen, wie dass wir immer auf unser Recht bestehen. Oder wie wir auf unser Recht bestehen, ist auch wichtig. Kommt aus Liebe.
Ich muss zum Nachdenken. Die Frau, die die Klinik leitet hat, hat eine Sache gesagt. Sie hat gesagt, wenn Menschen an deine Kliniken beten, sehen die bis zu 75% Rückgang von Abtreibungen in der Klinik. Bis zu 75%. Nur weil Menschen außerhalb beten. Nicht mit den Schildern, sondern mit Beten. Und Menschen ermutigen. 75%. Und das ist wahr für andere Sachen auch. Das ist nicht nur für die Situation. Ganz egal, was du machst, wenn du betest und Gottes Liebe bringst, dann musst du auch die 75%, vielleicht auch sogar 100% sehen. Veränderung. Genau damit möchte ich heute ermutigen. Frag Gott oder frag dich selber. Wo sprichst du aus Verurteilung und wo sprichst du aus Liebe? Vergiss nicht, dass du nämlich lieb bist und dass du genial bist. Hab mich super gesegnet in der Woche. Bis bald. Tschüss.